Guten Abend. Dass die EU in der Flüchtlingskrise ein Solidaritätsproblem hat, zeigt sich seit Monaten. Jeder beklagt sich über den anderen. Nun gibt es zwar einen 17-Punkte-Plan, doch der muss erstmal umgesetzt werden. Und so werden diese Bilder von tausenden Flüchtlingen an der österreichisch-deutschen Grenze uns weiter begleiten. Und damit auch das Solidaritätsproblem. Und zwar nicht nur EU-weit, sondern auch innerdeutsch. Bayern gegen die Bundesregierung, so der Eindruck. Der bayerische Ministerpräsident Seehofer holte heute in der Flüchtlingspolitik erneut gegen Kanzlerin Merkel aus und stellte ihr ein Ultimatum. Kirsten Girschig über die Krise in der Krise. Möglichst weit vorn in der Schlange wollen sie sein, auf den letzten Metern vor Deutschland. Die Nerven liegen blank bei den Flüchtlingen in Achleiten. In den Grenzort bei Passau kamen am Abend überraschend noch einmal 10 Busse mit fast 600 Menschen. Immerhin, die Hilfsorganisationen auf beiden Seiten haben sich wegen der Versorgung der Flüchtlinge koordiniert. Auf politischer Ebene kracht es dagegen zwischen Bayern, Österreich und Berlin. Horst Seehofer fordert die Kanzlerin auf, bis zum Sonntag müsse sie mit Wien sprechen und die Politik der offenen Grenzen beenden. Der bayerische Innenminister wirft Österreich vor, Flüchtlinge einfach durchzuwinken. Ursache dafür ist ein unverantwortliches Verhalten der österreichischen Regierung, das ich wirklich nur als skandalös bezeichnen kann. Die Kanzlerin weist den Vorwurf der mangelnden Abstimmung mit Österreich zurück. Es gebe tägliche Kontakte auf allen Ebenen. Den bayerischen Ministerpräsidenten mahnt sie zur Geduld. Wir können den Schalter nicht mit einem Mal umdrehen, sondern wir müssen Schritt für Schritt vorgehen. Am Wochenende wird Merkel sich mit Seehofer in Berlin treffen. Und aus Österreich heißt es, das Land sei selbst am Limit. Tausende kämen aus Slowenien. Ein Anruf aus Berlin stoppe sie nicht. Dann gibt es nur die Möglichkeit, dass wir sie miteinander übernehmen und versorgen. Und deshalb bin ich ja so dagegen, dass man so tut, als wäre das eine Frage von Telefonanrufen. Das ist eine Frage von Haltung zur Menschlichkeit. Nicht gemeinsam, sondern lieber getrennt, aber arbeitet die Polizei derzeit an der deutsch-österreichischen Grenze. Hier wurden erstmal Grenzbarrieren aufgebaut. In Passau bei der Bundespolizei ist unser Kollege Christoph Arnowski. Dort sollen die neu angekommenen Flüchtlinge ja erst registriert werden. Klappt das denn? Es klappt, aber es klappt nur für einen ganz kleinen Teil der Flüchtlinge, denn es wird eben nur ein Bruchteil der Flüchtlinge, die hier in Niederbayern ankommen, überhaupt hierher gebracht. Die Kapazitäten hier reichen für 400 bis 600 Menschen am Tag, aber auch heute werden es wieder wahrscheinlich nach letzten Schätzungen 5000 Flüchtlinge sein, die hier nach Niederbayern eingereist sind. Und der Rest der Flüchtlinge, der kommt dann nicht hierher, sondern kommt gleich in andere Notunterkünfte, beispielsweise in die Passauer Dreiländerhalle. Dort sind zur Stunde schon 1000 Menschen und die Menschen dort, die haben nicht mal ein Feldbett wie die Menschen hier, sondern die müssen die Nacht auf dem Boden verbringen. Das macht man ganz einfach deswegen, weil ohne Betten man einfach mehr Menschen in die Hallen bringt. Und der Flüchtlingsstrom ist ja noch nicht zu Ende. Am Grenzübergang Achleiten, den wir gerade gesehen haben, warten zur Stunde immer noch 1000 Menschen, die darauf warten, mit Bussen in irgendeine Unterkunft gebracht zu werden. Die Situation bleibt also hier ganz schwierig und angespannt. Dankeschön, Christoph Arnowski aus Passau. Die Kurden im Nordirak könnten für ihren Kampf gegen die IS-Terrormiliz demnächst weitere Unterstützung aus Deutschland erhalten. Mehr dazu in den Nachrichten mit Judith Rakes. Bei ihrem Besuch in der irakischen Kurdenhochburg Erbil sagte Verteidigungsministerin von der Leyen Kurdenpräsident Barzani weitere Hilfe zu, vor allem beim späteren Wiederaufbau. Außerdem würden neue Waffenlieferungen geprüft. Von der Leyen betonte, es sei wichtig, mit aller Kraft gegen den gemeinsamen Feind IS vorzugehen. Die Bundeswehr unterstützt die Peschmerga bereits mit Material und bei der Ausbildung. Im Streit um eine Inselgruppe im südchinesischen Meer hat ein Zerstörer der USA das Seegebiet durchquert. Das bestätigte das US-Militär. China, das Anspruch auf die Spratly-Inseln erhebt, verurteilte das Vorgehen als illegal. Peking streitet mit Taiwan, Malaysia, Brunei, Vietnam und den Philippinen um die Inseln. Dort werden Erdöl- und Erdgasvorkommen vermutet. Nach dem schweren Erdbeben in Afghanistan und Pakistan ist die Zahl der Toten auf mehr als 400 gestiegen. Tausende Menschen wurden verletzt. Die Bewohner der Erdbebenregion suchen in den Trümmern eingestürzter Gebäude nach Überlebenden.
Die Erdstöße mit der Stärke 7,5 hatten gestern in beiden Ländern schwere Zerstörungen angerichtet. Das Europaparlament in Straßburg hat heute entschieden, wie künftig der Verkehr auf den Datenautobahnen im Internet geregelt wird. Einfach gesagt ging es darum, ob sich große Firmen für Geld eine eigene Spur im Netz kaufen können, auf der sie dann ihre Daten rasen lassen, während normale User auf vollgestopften Spuren vor sich hinkriechen müssen. Ergebnis: Die sogenannte Netzneutralität wird tatsächlich zum Teil beschnitten. Und auch zu den Gebühren fürs Telefonieren im EU-Ausland traf Straßburg eine Entscheidung. Stefan Eppmeier. Schöne, heile Urlaubswelt. Demnächst auch für das Handy. Denn 2016 sollen die sogenannten Roaming-Gebühren in der EU erneut erheblich sinken. 2017 komplett wegfallen. Telefonieren und Surfen im Ausland kostet dann nichts mehr extra. Soweit so gut. Doch ein anderes Prinzip ist bedroht, die sogenannte Netzneutralität. Alle Daten werden gleich schnell transportiert. Das soll jetzt erstmals gesetzlich geregelt werden. Manches ist jedoch noch unklar. Kritiker befürchten ein Zwei-Klassen-Internet. Denn der Verkehr auf der Datenautobahn nimmt zu, aber nicht die Einnahmen der Internetprovider. Die wünschen sich, wer Daten schneller will, muss für die Überholspur zahlen. Wenn die Neutralität aufgehoben ist, betonieren wir die Großen, die Mächtigen ein für alle Zeiten. Das ist das, was hier passiert. Und in Europa profitieren nur einige wenige Großkonzerne davon. Das Handy wird im Urlaub zwar günstiger, gleichzeitig droht auf der Datenautobahn eine Maut. Wer das Internet so schnell wie gewohnt nutzen will, muss in Zukunft wohl draufzahlen. Auch in der schönen, heilen Urlaubswelt. Das war's von uns. Bevor es nun zum Fußball zurückgeht, noch ein Blick zum Himmel. Der bietet morgen mal Sonne, mal Nebel bei 11 bis 16 Grad und im Südwesten sogenanntes Fritz-Walter-Wetter. Heißt, mit etwas Regen, kurz Herbst eben. Zurück zu Matthias Obtenhövel und Mehmet Scholl.